Willkommen zurück bei Father and Son, Play for Fun und heute wieder eine Runde Story mit Arthur. Dann schauen wir mal. Da sind wir und ich denke, wir bewegen uns mal zurück Richtung Lager. Oder wir holen erstmal unser Zweitpferd ab. Das heißt, in dieser Folge werden wir mal Richtung Valentine reiten. So, können wir mal checken. Waffensitze. Oh, die müssen wir mal eben wienern. Denn das ist bei der Story wirklich wichtig. Da muss man auch seine Klamotten gut aufpassen. Ja, die ist noch in Ordnung. Dann wollen wir mal. Und wer weiß, wer oder was uns hier alles begegnet. Ein Stern brauchen wir nicht. Da können wir nichts mit anfangen. Wer wäre es gewesen, ne? Drei Sterne. Was haben wir hier noch? Ein Stern. Hörnchen. Können wir auf jeden Fall mitnehmen. Du hast alle Teile des Tieres. Ah, okay. Ja, dann müssen wir mal zusehen, dass wir eine bessere Tasche kriegen. Ne? Was wächst denn hier? Wilde Möhre. Und das ist auch in der Story, ganz ehrlich, wir können alles gebrauchen. Und dann denke ich, in der nächsten Folge werden wir uns mal den Granger schnappen, den Revolverhelden. Oh, ich wollte sagen, hier war doch irgendwann da. Oh, das ist ja Spitzenwetter hier. Das ist nicht schön. Dann werden wir, glaube ich, mal im Lager gucken. Ich habe es nämlich wieder vergessen, was wir alles noch brauchen. An Fellen, damit wir unsere Taschen verbessern können. Aber jetzt müssen wir erstmal zurück. Zwei Sterne. Oh, 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 oh. Drei Sterne. Ich hoffe, der Schuss sitzt. Jawohl. Easy, girl. I'm nearly there. Viele sagen, naja, so ein Schnellreiseposten, der wär's. Jein. Wenn man die Story wirklich entspannt durchspielen will, finde ich, ist es das am Anfang. Braucht man den nicht. Weil sonst verpasst man viele Begegnungen. Die können wir mal mitnehmen. Fürs Lager. Das ist ein mächtig mieses Wetter. Über die Bahnlinie abkürzen. Da seht ihr 10 Grad und Regen. Das ist nicht schön. Oh, was läuft denn da? Tja. Wär's, ne? Oh,
Der hat nur zwei. Dann nehmen wir den einfach am Stück mit. Dann kümmern wir uns erstmal um die Kollegen im Lager. Was ist hier? Okay. Also ihr seht, ich neige dazu, möglichst alles zu sammeln und immer die Taschen voll zu haben. Seidenpflanzen. Oh, kennt er noch gar nicht. Noch besser. Und hier gilt auch, ne? Haben ist besser als brauchen. In der letzten Folge von Online angekündigt, werde ich mich jetzt ein bisschen mehr hier um die Story kümmern. Nicht mehr erwischt. Kohle, vielleicht auch mal gescheite Klamotten kaufen, ne? Die auf dem Pferd verstauen. Dass wir ein bisschen was dabei haben. Je nach Wetter. Hier, ne? An das dran gehen, was ich gerade geschossen habe. Aha. Werden wir mal im Lager gucken, was wir alles an Fellen noch brauchen. Und dann schreibe ich mir vielleicht mal einen Einkaufszettel quasi. Hey there, girl. Ja. Oh, da unten habe ich jetzt noch eins vergessen, aber jetzt ist auch wurscht. Ja. Kennen wir schon. Ja. Können wir jetzt sowieso nicht mitnehmen, also müssen wir es auch nicht schießen. Ja. Es ist wie in Online, kürze ich gerne über die Bahnlinien ab hier. Man hier gleich einen kleinen Bogen machen muss. Die Wachen mögen das nicht so. Ja. Die finden das nicht so pralle. Ja,
dann hoffe ich, dass wir irgendwann mal nah genug an unserem Zweitpferd sind, dass wir es ranpfeifen können. Ja. Aber das seht ihr auf der Minimap unten, es ist noch grau. Da wird's nichts. Aber. So, wenn wir auf unser Zweitpferd warten. Werden wir diesmal putzen. Striegel. Was haben wir sonst noch Gutes hier? Sellerie, Mais, Äpfel, Zuckerwürfel. Da. Auch. Ja, das dauert hier unter Umständen ein bisschen. Ne? Aber da ist es. Da werden wir jetzt mal umsteigen. Mal füttern. Und dann ab nach Hause, erstmal alles abliefern. Bisschen mit den Leuten im Lager quatschen. Oh. Ja komm, wir quatschen mit dem, es macht doch keiner. Hey, Brother. Hey. Mr. Arthur. Oh, er hat unseren Namen nicht vergessen. So mad. You're crazy. All that shooting. And they said I was crazy. I'm not crazy. Not like you. You beat up the big fella. He once beat me up. I asked for it. You think you're real crazy, mister? Hey, get moving. Are you really calling me crazy? I fought in a war, mister. Aha, ja. Did. Sent me strange seeing all them fellas die. Which war was that exactly? A bad one, Mr. Arthur. Oh, a real bad. There's good wars? Das ist die entscheidende Frage, oder? I saw terrible things. I ain't been the same since. I get funny. I'll go now. Don't act crazy now. Armer Kerl, oder? Das war's. Naja, gut. Der arme Kerl. Also ich könnte mich wirklich hier, gerade auch in der Story, stundenlang in dieser Landschaft hier bewegen. Erkunden. Ich sollte ja noch irgendwie Tiere schießen, nachdem ich sie gerufen habe, ne? Das zeige ich euch nochmal eben. Da, wir müssen noch zwei Stadtbewohner ausrauben. Einen Schatz sollten wir mal entdecken. Ja, ein bisschen pokern. Oh, was mit Salbei herstellen. Und hier saubere Tierabschüsse, nachdem sie gerufen wurden. Vom fahrenden Zug, das gibt Theater. Das heißt da. Oh, ich sitze auf dem falschen Pferd. Und das passiert hier manchmal. Obwohl man gerade noch die Waffen hatte, sind sie weg. So, sitzt da was? Da. So, jetzt werden wir den anbeilen. Reicht aber so. So. Ja klar.
zwar das falsche Gewehr, aber damit ist, kleiner Wortwitz, gewährleistet, dass es auch wirklich ein sauberer Abschuss ist. Und jetzt schauen wir mal eben, ob das geklappt hat. Da ist es, 3 Stadtbewohner und da, saubere Tierabschüsse, also sind es nur noch 2. Oh. Da sind Schafe, da könnte man ja schwach werden, ne? Werden den mal grüßen. Hoffe ich. Hey, Mister. Hey, Partner. Was gibt's da nicht? Slow it up. Das ist auch egal. So, wir mit noch einen Tupper an, ne? Who's that? It's Arthur. You're alive. Ja, wir waren lange weg. Oh. Hello, Mr. Arthur. Ah, you again. Da ist schon wieder irgendwas los. Real shame about them calendar boys, I reckon. So, jetzt gönnen wir uns hier mal einen Eintopf. Da werden wieder Geschichten erzählt. Okay. Ja, ja, hier werden immer gute Geschichten erzählt. I'm gonna miss Mac. So, jetzt spenden wir mal. Da können wir maximal, wie ihr seht, 10 Stück von mitnehmen. Also, hauen wir mal was raus. Auch da. Hauen wir mal was raus. Nehmen wir auch mal was ab. Das nutze ich eigentlich auch nie. Damit. Fine, but make sure you get a good price for it. Da können wir auch nicht mehr viel von mitnehmen. Immer fürs Lager, ne? Immer artig fürs Lager spenden. Für die Gemeinschaft. Can't wait to taste this. This'll help the stew. Weiß ich gar nicht, kann er das hier gebrauchen? Schau mal ab. Might as well make some money off it. Fine, but make sure you get a good price for it. Ja, sehniges Fleisch, das brauchen wir. It's better than nothing, Pearson. Muss ja nicht sein. Ich glaube, das können wir eher beim Trapper gebrauchen. Aber. Schwein können wir hier gebrauchen. Coyote. Hier. Gebe ich hier auch mal ab. Ups, gebe ich hier auch mal ab. Können wir auch mal abgeben hier. Und da seht ihr einen Plus dazu bekommen. Und da werde ich mir beim nächsten Mal Verbesserungen. Wir schalten mal drauf. Wirklich einen Zettel hier hinlegen. Tasche für Ausrüstung. Wir brauchen unbedingt. Unbedingt ein Pantherfell. Aber Panther ist echt. Ist schwierig. So, und da ist es. Das hat Arthur verdient, finde ich, oder? Ochsenfell müssen wir auch noch eins besorgen. Dann kriegt er auch einen schönen Teppich. Oh, 4 Wildschweinfälle. Aber Bock, da sind wir durch. Speisewagen sind wir, glaube ich, auch durch. Hauptlagerfeuer. Oh
Mann, Elchgeweih. Wolfsschädel. Schlange brauchen wir noch eine. Und hier noch zwei Wolfsbolze. Mann, Mann, Mann. Das ist das Schöne, finde ich. Es ist so detailreich. Wir haben so viel zu tun. Ah, wird schon wieder. Ja, der Mann hat schwer, das muss man wirklich sagen. Oh. Ah, 18 Uhr durch, ne? Hier, da wird nichts mehr gehackt. Da ist Abendruhe. So, jetzt wollen wir erstmal ins Kontrollbuch reingucken. Wobei, das hätten wir besser vorher gemacht. Jetzt kann sein, dass wir hier nur hier stehen. Oh, nee. So ein paar Leute haben auch mal was gespendet. Oh. Silbernes Kettenarmband, 5 Dollar. Ah, da passiert schon was. Geld. Also man kann die hier, glaube ich, motivieren, indem man selbst Vorbild ist. So, Beitrag leisten. Und da schauen wir mal. Gegenstand spenden. Die Uhren können definitiv weg. Platin-O-Ring. Ja, ich glaube, sowas brauchen wir beim Hela. Und sonst... Was ist das? Ah, das ist vielleicht mal eine ausgerüstete Uhr. Das können wir mal checken. So, das hauen wir rein. Das gibt wieder ein. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Geld. So ein bisschen an der Ehre basteln. Und dann machen wir Schluss. Und beim nächsten Mal werden wir Arthur mal andere Klamotten gönnen, oder? Und werden wir bei Mr. Granger, das zeige ich euch mal eben, es ist nicht weit von hier, da uns den ersten Revolverhelden schnappen. Das war eine weitere Folge der Story. Schön entspannt für einen Sonntag. Ich bedanke mich für euren Besuch. Ja, abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.